Es ist heiß hier auf dem Börsenparkett. Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren und viele schlechte Nachrichten. Zum Beispiel auch die Deutsche Bank mal wieder mit einem ordentlichen Minus. Bei mir Robert Halber von der Baader Bank. Muss man jetzt mal all diese schlechten Nachrichten abwerfen? Ja, es gibt sehr viele schlechte Nachrichten, das nur mal klar festzustellen, auch fundamental. Eine Flut an Gewinnwarnungen, das habe ich selten gesehen. Die Ausblicke verhagelt, negativ. Handelskrieg nicht gelöst. China wächst nicht mehr so stark. Geopolitische Risiken, Tankerkrise zum Beispiel im Mittleren Osten. Ja, also das ist nicht unbedingt das Umfeld, wo man Hurra schreien müsste, oder? Aber man könnte es auch anders sagen, summertime and the living is easy. Oder umgemünzt auf die EZB, summertime and the ECB is easy. Wir haben ja nun jetzt vor kurzem gehört, dass die EZB noch freizügiger werden wird. Wir haben gehört, Madame Lagarde, die jetzige noch IWF-Chefin, wird ja dann Nachfolgerin von Herrn Draghi. Und ich denke mir, wir haben schon Spitznamen, Madame Colombe, Colombe für Französisch für Taube. Die wird noch mehr Staatsfinanzierung für Länder wie Italien betreiben. Wir sehen, solange die Eurozone existent ist, sehen wir keine steigenden Zinsen mehr. Das heißt, wir haben einen Anlagedruck aus dem Zinsbereich in Aktienbereich. Und wenn sehr viele Unternehmen auch bereit sind, sehr viel Negatives auf den Tisch zu bringen und am laufenden Jahr eher wieder nach oben positiv wegzuschießen, dann bleibt das positiv für den Aktienmarkt. Sie haben es angesprochen, letzten Donnerstag haben wir von der EZB gehört, dass man bereit ist, die Zinsen eventuell noch weiter zu senken, Anleihen dazu zu kaufen. Ist das wirklich notwendig? Geht es der Wirtschaft so schlecht? Also es bringt sicherlich jetzt der Privatwirtschaft nichts, wenn man im Grunde genommen seit 2016 Nullzinsen hat und die IFO-Geschäftserwartung sogar zum vierten Mal in Folge gefallen sind und mittlerweile im 10-Jahrestief sind, dann muss man die Frage stellen, ob Zinspolitik überhaupt noch die Privatwirtschaft tangiert. Eher nicht. Aber warum macht man das? Um natürlich die Verschuldung in Europa in den Griff zu bekommen. Länder wie Italien, man könnte auch viele andere nennen, sollen sich so günstig verschulden wie noch nie, damit die Länder nicht kollabieren, damit es nicht zu sozialpolitischen Verwerfungen kommt. Dafür macht man das Ganze. Ja? Und der Kollateralschaden, Anführungszeichen, ist natürlich, was macht man mit seinem Geld? Also rein in den Aktienmarkt. Aber die Zinspolitik hat, man kann es durchaus sagen, ihr Pulver im klassischen Sinne, das hat man vergessen. Und wir haben keine Stabilitätskriterien mehr. Würde man heute die EZB mit der frühen Bundesbank vergleichen, würde man ein Schweineschnitzel mit Tofu vergleichen. Wie sollen denn Anleger jetzt am besten durch diesen heißen Sommer durch? Wie positioniert man sich da? Kühlen Kopf bewahren, auch wenn es draußen heiß sein sollte. Warum? Aktienmarkt auf jeden Fall treu bleiben. Wenn man sich vor Augen führt, seit 2009 hören wir, haben oft genug darüber gesprochen, die Welt geht runter, Crash. Es ist nie was passiert. Warum? Erstens, wir haben keine Alternative zu Aktien, Zinsen. Zweitens, wir haben so viel Negatives in den Märkten drin. Wenn die Märkte jetzt nicht einbrechen, wann dann? Drittens, Herr Trump möchte wiedergewählt werden. Was braucht er dafür? Steigende Aktienmärkte. Soll der Mann jetzt einen Handelskrieg mit Europa, mit China riskieren, der gewaltig ist und dann eben auch seinen eigenen Exportwerten in den USA die Aktienkurse nach unten treiben, dann wird der Mann nicht gewählt. Also diese Lebensversicherung, diese drei sollte man immer im Kopf haben, dabei bleiben. Und wer ein bisschen Risiko spürt, darf mit einem Bonus- oder Discount-Zertifikat, mit einer Put-Option ein bisschen das Risiko rausnehmen. Aber ich erwarte nicht, dass wir in uns zusammenbrechen. Definitiv nicht. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke Ihnen für diesen Einblick und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.